Aber ich muss Ihnen was sagen, bei den Indischen gibt es auch, beispielsweise bei den Pavati, die haben verschiedene Schwestern. Und es gibt auch eine, der ist besser als der andere. Das heißt, es gibt auch eine, der hat sehen Sie, die ganze Arme, was sie hat. Ne? Sie mag keine Männer. Also, wenn ein Mann dann kommt oder sowas, was böse gemacht, den Kopf wird ab. Ne? Also, so ist das. Und dann, bitte? Das ist so, also das ist, die Geschichte von dem. Und dann sonst sind alle die ganzen Schwestern. Es gibt auch eine, also die eine die repräsentiert verschiedene Göttinnen. Ja, und da haben sie das hier alles. Aber rein, wenn sie reingehen, aber würde die Scheibe hätten mal Sidolin nehmen können oder so, ne? Die würden immer besser putzen können, die Scheibe. Das sieht man Streifen. Aber wenn wir bei Grand Bassin. Das ist wieder anders. Das ist wieder anders, ja. Also die kleine Raube, das ganze Essen wieder vorne ziehen. Ja, das ist die Kupferraube. Das sind am meisten Bananen. Und dann kommt das Öl hier und dann das Kohl, das sie dann hier rein. So Kampfer auch, ne? Das wird abgeben. Und die geben das Opfergabe nur, wenn Beispiel in ihrem Leben, ne? Wenn irgendwas passiert oder so da unten. Und so wird die geben, dass sie die Gott geben. Und dann müssen sie wieder. Achso, wenn jetzt irgendwas Gutes passiert. Oder natürlich, wenn da eine Feste ist. Oder eine Familie hat ein Auto gekauft. Oder eine Familie hat ein Kind geboren. Oder irgendwas in die Familie. Kommen die automatisch her und dann ist das Vergabe. Ja. Aber meistens, wie ich gesagt, ne, Indische jetzt auch, die machen, die taufen sich oder gehen sie in eine Gruppe. Eine Gruppe, das heißt, dann natürlich genauso wie bei den Katholiken. Also, weil es ist alles, das ist nicht mehr wie früher, das ist alles gewichtet.